Heute spielen in der VBL Club Championship Eintracht Frankfurt und Mainz 05 gegeneinander. Andi gegen Bajazzo ist Spiel 1 des Tages. Mainz sitzt auf dem 7. Platz und kann mit einem guten Spieltag eine Menge Plätze nach oben gut machen. Frankfurt hingegen befindet sich bereits eine Weile im Mittelfeld der Tabelle. Bajazzo kommt hier zuerst zum Schuss. Langer Pass in den 16er. Querpass. Und da hat er ein leeres Tor und schießt das erste rein. Minute, dieses Mal ist Andi am Zug. Pass in den Strafraum, Dragback in die Drehung, Schuss ins rechte Eck zum Ausgleich. Wir springen in die zweite Halbzeit, wieder ist es Andi, der Druck macht. Pass in den Lauf, Andi sucht die Lücke, findet sie aber nicht. Pass an den Elfer, aber dieses Mal steht der Verteidiger gut und entschärft die Situation. Damit endet Spiel 1 auch mit einem 1:1. Auf der Xbox heißt es jetzt Snow Googles gegen Deni. Nach dem Unentschieden der ersten Partie wittern beide Teams die Chance auf 3 Punkte. Nach einer gediegenen ersten Halbzeit macht Snow Googles jetzt Druck. Mit einem Dragback lässt er den ersten Verteidiger hinter sich. An den Querpass kommt der Torwart nicht mehr dran und Snow Googles sichert sich die Führung. Jetzt scheint auch das Eis für Snow Googles gebrochen zu sein. Pass auf rechts außen, Flanke in den 16er und den nimmt er grandios Volley. Da konnte der Keeper nichts mehr machen. Snow Googles holt sich einen verdienten 2:0 Sieg. Im 2 gegen 2 gab es ein paar technische Schwierigkeiten, daher wurde die erste Halbzeit zweimal gespielt. Bajazzo kommt über links durch, passt in die Mitte und Deni zimmert den Ball ins Tor. In den letzten Minuten des Spiels kommen dann auch noch die Frankfurter an die Chance für den Ausgleich. Snow Googles auf Andi, der leitet den Ball weiter. Snow Googles kommt wieder an den Ball, dreht sich und holt den Ausgleich. Spiel 3 endet wie Spiel 1 unentschieden. Mainz fällt damit um 2 Plätze auf den 9. Tabellenplatz. Auch Frankfurt verliert an Plätzen und sinkt runter auf den 14. Frankfurt hat aber weiterhin guten Kontakt zur oberen Tabellenhälfte. Mehr zur VBL findet ihr natürlich wie immer auf esports.com und der offiziellen Seite der Virtual Bundesliga.